Guten Morgen an alle. Ich muss jetzt noch eine Minute Pause machen. Und dann fahren wir zur letzten Abladestelle, wo wir gestern nicht leer wurden. Der hat mir gestern gesagt, dass das sehr schnell gehen wird. Also ich hoffe mal, ja, ich hoffe mal in einer Stunde oder so, dass wir jetzt nach englischer Zeit um 8 Uhr leer sind. Das wäre gut. Also 9 Uhr nach unserer. Dann habe ich 1,5 Stunden bis Dover. Ja, ich könnte, wenn alles okay ist, so gegen 16 Uhr in Belgien sein bei der Ladestelle und morgen dann anfangen zu laden. Also, wir haben gleich Rampe 7 bekommen. Ich habe vergessen, Warnweste anzuziehen. Sie war nicht so begeistert darüber. Kann passieren. Kann passieren. Thank you.
So, jetzt stehen wir an der Rampe. Jetzt müssen wir den Schlüssel vom LKW abgeben, das ist so in England, damit man nicht wegfahren kann. So, jetzt sind wir leer. Das ging wirklich schnell. Also wir haben jetzt 90 Kilometer bis Dover und laut der Navi, aber die Navi ist ein Scheiß. Die habe ich mit dem Ortungssystem also mitbekommen. Also es war als Option buchbar und das ist einfach nur Scheiße. Auch unausgereifte Scheiße. Das Ortungssystem an sich ist sehr gut, also ich finde es sehr gut. Aber die Navi, finde ich nicht gut. Die zeigt gestern zum Beispiel, zeigt die mal kurz 3 Stunden, dass wir noch brauchen. Also zum Beispiel, wir hatten noch 30 Kilometer bis hier. Und dann hat sie erstmal 2,5 Stunden gezeigt und dann später 35 Minuten. Also alles in allem Scheiße. Aber gut. Eineinhalb Stunden, sage ich jetzt einfach. Auf jeden Fall Zeit bis zum geht nicht mehr. Heute Nacht war es kalt, ich musste die Standheizung anmachen. Also war wirklich, jetzt sind es 13 Grad, ich glaube heute Nacht waren es 8 oder 9.
befinden uns jetzt kurz vor Dover und fahren direkt in das Fährterminal. Man kann auch eigentlich nirgendwo anders stehen, also es ist alles 20-30 Kilometer um Dover rum, kannst dich gar nicht hinstellen, also Wahnsinn. Ich finde, das hätte man besser lösen können. Morning. Morning. No, I'm empty. Yes. Absolutely no problem. Did you like money to be made in trucking or? I came to another company, we are from Croatia, and I came to import for Berlin kebab meat. Oh yeah? Yeah, so I started. Because the most tours we drive for our own company. Yeah. Yeah. And so we have now good connections with German company. We have now, we will drive every week with two trucks only. Germany cheese to England. Alright. Yeah. It's very good. You only you have four or five loading plates, four or five unloading plates, and that's and here in Great Britain the parking situation cut off. That's bad. For trucks are really bad. Yeah. It's really bad. Are you finding Europe free? Oh, it's cheap. or cheaper. But not the price is not the problem. Okay, it's expensive. It's expensive. That's normal.
Hello. Passport. Sorry? Yeah. Empty, yes. No problem. Thank you very much. Bye. Also, wir sind angekommen. Es ist jetzt 10 Uhr und 10.40 Uhr. Abfahrt.
Jetzt aber. Ich glaube, wir sind der letzte LKW. Wieder rechts fahren. Überall. Hier sind diese Camps. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit der Kamera sieht, wo die schlafen. Also alles umzäunt.